einer solchen WM-Qualifikation kann man sich nicht allzu viele Fehler erlauben. Und zu Hause, Sebastian, schon mal gar nicht. Nein, da musst du vor allem Stärke zeigen. Da musst du dem Gegner zeigen, hier, das ist unser Stadion. Hier gibt es für dich gar nichts zu holen. Ich bin mal gespannt, wie sie das hinkriegen. Weit ausgeklärt den Ball. Abwehrverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Ja, das gibt Einwurf. Ja, sie versuchen es jetzt durch die Mitte. Ja, das ist das Ergebnis guten Flügelspiels. Mal hintenrum gespielt. Ja, das sieht gut aus. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hoch konzentriert. Er ist wieder am Ball und kann jetzt flanken. Gutes Zweikampfverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Und ein Weitschuss. Und bitteschön, Einwurf gibt's. Ja, der Ball kommt per Flanke nach innen. Und er versucht's mit einer Grätsche. Ja, und da verlieren sie den Ball. Eine gute Position, was den Ball angeht, für eine Standardsituation. Ja, Ermahnung tut es da nicht, da gibt es eine Verwarnung, gelb. Und er geht erst an den Pfosten und dann ins Tor aus der Bahn. Ja, und jetzt versuchen sie es erstmal hinten rum. Er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Müssen wir darüber diskutieren? Nein, Strafstoß. Er hat es geahnt. Ja, sie dürfen nur einwerfen. Eckball wäre ihnen natürlich lieber gewesen. Und er schlägt die Flanke. Ja, und damit hat der Keeper überhaupt kein Problem mit dieser Flanke. Ja, und das ist modernes Torwartspiel. Da musst du als Keeper mitspielen. Absolut, Tom. Genau richtig gut aufgepasst. Immer die Aktion voraussehen. Und das macht er hier. Müsste Freistoß geben. Gibt's auch. Schnell ausgeführt. Den hat er nicht richtig getroffen. Und er kämpft sich den Ball zurück. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Sieht gut aus. Und der Pass hinein ins Zentrum des Spielfelds. Super gespielt. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Und den müsste er doch jetzt verwandeln. Ui, aber so viel hat er auch wieder nicht gefehlt.
und der Ball geht ab ins Mittelfeld. Naja, kein Problem. Oh, sie haben viel Zeit auf dem Weg nach vorne. Und das macht er richtig gut. Und er hat eine tolle Flanke in den Strafraum geschlagen. Und jetzt drängen sie nach vorne. Und defensiv steht. Schiedsrichter hat abgepfiffen. 0:0 steht zur Pause. Und wir hoffen, dass sich dann die Offensivabteilungen beider Mannschaften in der zweiten Hälfte durch. So, und wir sind rechtzeitig zurück zu den zweiten 45 Minuten. Ja, sie drängen hier auf das Führungstor, aber der Abschluss, da sind sie einfach nicht konsequent genug. Ja, sie versuchen es wieder durch die Mitte. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. So, das ist jetzt eine Chance. Das hat er gut gemacht. Oh, das war eine klasse Chance. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ball kommt von außen in den 16er. Und jetzt setzen sie alles daran, hier in Führung zu gehen. Ja, klares Foul, Freistoß. So, der Trainer bringt einen neuen Spieler und er will damit nochmal für Aufwind im Team sorgen, im Bemühen um das Führungstor. Ja, da wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion. Ja, und Schiedsrichter unterbricht die, doch kein Vorteil, so sagt der Schiedsrichter. Und jetzt setzt er hier die Verteidigung matt. Ich glaube, jetzt flankt er. Abstoß. Ja, und so geht der Ball verloren. Und so unterbindet man das Angriffsspiel des Gegners. Schöner Pass in den Lauf. Ja, Freistoß gibt's. Frage ist, gibt's auch noch eine Verwarnung? Es gibt die gelbe Karte. Pass. Und er springt einfach über die Grätsche weg. Ja, schön. Ah, gute Körperbeherrschung ist dieser Grätsche ausgewichen. Stark gemacht. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Abwehrspieler. Pass geht in die Mitte. Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei. Ja, und der Ball geht ins Aus, es wird Abschluss geben. So, was hat er noch für Asse im Ärmel, der Trainer? Bringt nochmal einen neuen Mann. Einwurf für El Salvador. Ja, wem das Spiel heute, das wir da unten sehen, bisher nicht gefällt, dem kann man auch nicht helfen, oder? Ja, manchmal. Ja, und jetzt sind wir gespannt. Was entscheidet der Schiedsrichter? Dieser Spieler war schon verwarnt. Ja, Schiedsrichter weiß natürlich auch, dass der Spieler schon verwarnt war. Aber was soll er jetzt anderes machen, der Unparteiische? Ja, Tom, er hatte gar keine andere Möglichkeit. Klares Foul, klare gelbe Karte, somit gelb-rot völlig zurecht. Ganz, ganz sicher hat er das gemacht. Möglichkeit jetzt. Ja, und der Torwart hat ihn. Ja, einfach wunderbar, toll mitgespielt. Eine sehr gute Aktion. Der ist ja gut dazwischen gegangen, hat den Angriff unterbunden.
Möglichkeit jetzt. Solange der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat, ist es nicht vorbei. Die Abwehr pennt und drin ist der Ball. Tja, und der Kapitän zeigt den Kollegen, wie man es macht. Ja, deswegen ist er auch Kapitän. Und das ist das Zeichen vom Trainer gewesen. Hier, der Mann, der soll vorangehen und hier macht er das perfekt. Der erste Treffer, das 1:0. Patasche lässt die Partie laufen. Ja, finde ich okay, denn er sieht ja, die Mannschaft bleibt hier im Vorteil. Oh, das war wichtig, dass sie hier geklärt haben. Ja, gutes Stück vorbei. Und wir sehen schon, liebe Zuschauer, der Trainer möchte auswechseln. Schön gemacht. Und wenn jetzt eine präzise Flanke kommt. Und genau richtig getimt. Und das hat er klasse antizipiert. Ja, genau. Mitspielen. Das sagt der Trainer immer. Ein Torhüter muss mitspielen. Und das macht er hier in dieser Situation. Und der Schiedsrichter entscheidet. Freistoß. Ja, und das gibt eine Ermahnung vom Unparteiischen. Ja, aber eine sehr deutliche. Also wird ihm schon gesagt, beim nächsten Mal siehst du gelb. Schwelgt man in Siegesfreude zurecht, ja. Ja, absolut. 3 Punkte in der Quali, das gibt Selbstvertrauen und macht Mut für das nächste Spiel.